Schön, dass du auch bei diesem Mal wieder eingeschaltet hast hier auf meinem Hauptkanal. Viele Menschen interessieren sich gar nicht so für ihren Zucker. Nimm dir bitte diese 10 Minuten deines Lebens, denn sie kann wirklich deine Lebenszeit und die Lebenszeit deiner liebenden Menschen in deinem Leben maßgeblich beeinflussen. Nur 10 Minuten, mein Freund. Viele Menschen sehen bei ihren Blutwerten den Zuckerwert. Das ist eine Sekundenaufnahme, die sehr wenig Aussagekraft darüber hat, wie tatsächlich der Zuckerwert bei dir im Körper überhaupt ist. Dabei spielt Cholesterin anscheinend eine viel, viel größere Rolle. Aber das sehe ich gar nicht so. Ich sehe, dass Zucker mit die größte Rolle bei uns im Körper spielt. Wichtige Werte sind dabei zu messen für dich den HbA1c-Wert und den HOMA-Index. Das sind die beiden wichtigen Werte, die darüber Aufschluss geben, ob du tatsächlich einen guten Zuckerhaushalt und damit auch eine Langlebigkeit meines Erachtens erwarten kannst. Dazu gleich mehr. Die Todesursache in Deutschland ist immer noch Nummer 1, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben circa jedes Jahr sterben so 1 Million Menschen bei uns in Deutschland. Das heißt, jeder vierte, überleg dir das mal, jeder vierte steht unter einem Herzinfarkt oder an einem Schlaganfall. Das sind circa 250.000 Menschen jedes Jahr. Und jetzt musst du überlegen, durch C-Punkt, ja, sind gerade mal, ich weiß nicht wie viele, 10.000 gestorben. Jetzt musst du euch überlegen, das sind nicht doppelt so viele, die dadurch sterben, jedes Jahr. Nicht jetzt gerade eben, ne, durch C-Punkt, sondern jedes Jahr. Ja, nicht doppelt so viel, auch nicht 10-mal so viel, auch nicht 20-mal so viele. Das sind 25-mal so viele. Jedes Jahr. Und niemand redet darüber. Und meines Erachtens der Hauptrisikofaktor, um daran zu sterben, kommen wir gleich, ist meines Erachtens und auch da auch den Studien, Zucker. Auch hier sehen wir in der Studie Cholesterin wieder ganz oben, ja, als Hauptrisikofaktor davon besprochen, ja, für die Herz-Kreislauf-Erkrankung, für die Todesursache Nummer 1. Das ist granatenmäßig meines Erachtens falsch. Der totale Cholesterinwert sagt erstens überhaupt gar nichts darüber aus, ja, wie weit gesund ein Mensch ist. Ja. Man muss die Verhältnisse sehen. Zum Beispiel sehen wir hier in der Studie, wo ich damals meine eigenen Blutwerte letztes Jahr euch vorgestellt habe und genauestens erklärt habe, dass zum Beispiel das HDL- und Triglycerid-Verhältnis über 3-mal so aussagekräftig ist für dein Herz-Kreislauf-Risiko wie das totale Cholesterin überhaupt. Oder wir sehen es zum Beispiel auch hier, dass der Blutzucker sogar noch ein höheres Risiko darbietet. Hier sehen wir Faktor 7 sehen wir hier, ja, beim Blutzucker. Noch als das Rauchen oder als Bluthochdruck sehen wir hier, ja. Blutzucker ist etwas sehr Ernstzunehmendes und ich werde dir sehr viel tolle Infos in diesem Video kompakt präsentieren. Warum der HbA1c-Wert? Normale Blutzucker ist, wie gesagt, die Sekundenaufnahme. Die kann durch Stress, durch Nahrung oder wie auch immer sehr schnell verändert werden. Der HbA1c-Wert ist aber ein Zucker, der an ein Hämoglobin gebunden ist. Anders, wir kennen es alle, das ist der Farbstoff unseres Blutes, ja, wo auch der Sauerstoff wieder transportiert wird, ja, in den Erythrozyten. Und diese haben eine viel, viel längere Aufenthalt bzw. Abbaudauer. Hier sehen wir, ein gewisser Anteil des Zuckers wird an das Hämoglobin gebunden. Und so messen wir dann halt dieses Hämoglobin und so haben wir einen Ausschluss der letzten 3 Monate über den Blutzuckerwert. Ich möchte jetzt circa noch sagen, ein paar Werte, Prozente, was so anzustreben ist. Circa ein HbA1c-Wert von 5%. Dann hast du ungefähr einen durchschnittlichen Zuckerwert bei dir im Blut von 85. Hast du 4%, hast du einen durchschnittlichen Zuckerwert von 50, was extrem unterzuckert ist. Gehst du aber schon in Richtung 6% HbA1c-Wert, ja, dann hast du schon einen durchschnittlichen Zuckerwert von 120 und da fängt dann auch schon Diabetes an. Das heißt, gute HbA1c-Werte sind, also der Durchschnitt bewegt sich ungefähr im Rahmen von 4,9 bis 5,1. Das ist so das meiste, was bei Menschen abgedeckt ist, ist ein Blutzuckerwert zwischen 80 und 90 ungefähr im Durchschnitt, ja. Ich hatte bei meiner letzten Blutuntersuchung vor circa einer Woche einen HbA1c-Wert von 5, nur mal so. Also ich hatte ungefähr einen Blutzuckerwert von 85 im Durchschnitt. Nochmal eine Meta-Analyse. Hier sehen wir 500.000 Probanden, ja. Da wurde festgestellt, dass bei einer Erhöhung des HbA1c-Werts von 7 auf 8%, was aber ohnehin schon sehr, sehr hoch ist halt. Aber trotzdem, ja, sehen wir,
das Herzinfarktrisiko bzw. Herzversagenrisiko steigt, ja, um eineinhalb Mal, schäbig ausgedrückt, aber um es einfacher zu sagen, um 141%, indem 1% deines HbA1c-Werts steigt. Und nur damit du verstehst, wie wichtig das tatsächlich ist. Nur warum ist dieser nicht so extrem aussagekräftig? Zum Beispiel, wenn du sehr wenig Blut hast, das heißt auch sehr wenig Hämoglobin hast, dann kann der Zucker ja gar nicht in dem Maße an das gebunden werden. Bei Frauen sehr großes Problem. Also fährt der HbA1c-Wert etwas tiefer aus, als das vielleicht normalerweise ist. Hier kommen wir einmal an unsere Grenzen. Von daher empfehle ich euch immer den HOMA-Index-Wert. Das ist quasi der Wert, der über die Insulinresistenzen aussagekräftig ist. Das heißt, inwieweit deine Zellen das Insulin noch wirken kann bei dir im Körper. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges. Kurz, ich habe meinen Wert ist bei ca. 1,1 gewesen. Ja, anzustreben sind Werte so ca. 0,9, 0,8, ja, bis 1,3, 1,4. Gehst du in Richtung 2, solltest du dir Gedanken machen. Gehst du in Richtung 2,5, fängt dein Diabetes definitiv schon an. Das ist der wichtigste Wert. Kostet auch 20 € extra, empfehle ich aber wirklich jedem zu tun. Diese beiden Werte sind wirklich sehr aussagekräftig. So, ganz wichtig. Es gibt zwei sehr wichtige Enzyme bei dir im Körper. Das ist erstens Insulin, das veranlasst, das wird sezerniert durch die Pankreas, durch die Bauchspeicheldrüse. Wenn ein Reiz entsteht, zum Beispiel Zuckerzufuhr, dann sendet die Bauchspeicheldrüse ein Signal, beziehungsweise sezerniert, schüttet Insulin aus, denn das Insulin zieht den Zucker in deine Zellen hinein. Es muss aber noch einen Gegenspieler geben. Und warum? Stell dir folgendes Szenario vor. Du hast sehr lange nichts gegessen, dein Blutzuckerspiegel sinkt immer weiter ab, weil die Zellen sich immer mehr wegnehmen wollen. Das Problem ist, es muss ja mehr Zucker nachgeliefert werden, obwohl du nichts gegessen hast. Wer tut das? Das Glukagon, das sitzt in der Leber. Das heißt, Glukagon macht das, dass es mehr Zucker wieder in den Blutstrom reintransportiert, indem es das Glykogen, was die Speicherform ist des Zuckers, dazu komme ich gleich noch, aufschlüsselt wieder und Zucker in den Blutbahn abgibt. So, wir können uns das auch so sagen: Das Glukagon ist das Gaspedal. Wenn du vom Säbelzahntiger wegrennst, brauchst du viel Zucker. Das macht das Glukagon. Aus der Leber sendet es wieder Zucker in deine Blutbahn. Und das ist deshalb das Gaspedal. Wenn du vom Säbelzahntiger wegrennst, brauchst du Gas. So kannst du das merken. Das Insulin ist aber genau der Spielverderber, der sagt: Stopp, mehr Zucker möchte ich nicht haben in meiner Blutbahn. Jetzt kommen wir zum Thema: Warum will der Körper denn nicht mehr Zucker haben? Nur mal so zum Vergleich. Wenn du ein circa einen Blutzuckerwert von 100 hast, ja, so wie gesagt, meiner war circa im Durchschnitt bei 85, ja, so, wenn du aber einen Blutzuckerwert von 100 hast, jetzt hör dir das genau an. Dann hast du circa, mehr wird nicht toleriert von deinem Körper. Dann hast du circa 5 Gramm, also circa einen Teelöffel in deinem gesamten Blut an Zucker überhaupt nur. Das musst du dir vorstellen. Nur 5 Gramm sind toleriert. Bei einem 100er Blutzuckerspiegel schon. Ja? Und das ist wirklich sehr faszinierend, wenn man überlegt, wie viel Zucker man zu sich führt in einer Mahlzeit, ja? Wie viel das auf einmal ist, wie viel Kohlenhydrate das sind, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Zucker, wie viel Kinder, wie viel Zucker, wie viel Gramm Zucker die essen, durch die Cola und alles Mögliche. Und überlegt mal, wie wenig eigentlich nur toleriert wird in deinem Blut. Und jetzt versteht ihr, wir haben ein Riesenproblem eigentlich. Und deshalb verrate ich euch jetzt gleich, wie ihr Tricks und eure Ernährung anpassen könnt, um dem massiv entgegenzuwirken, wenn ihr dranbleibt. Es ist auch sehr, sehr interessant. Manche Menschen messen meistens morgens einen etwas höheren Blutzuckerwert. Und das ist völlig normal, denn um 8 Uhr ist dein Cortisol-Level, das heißt dein Stress-Level, am allerhöchsten. Das heißt, deine Leber macht Gluconeogenese, das heißt Neugewinnung von Zucker. Gluco, ne, Zucker. Das heißt, sie bereitet dich für den Tag vor. Das heißt, da kann nochmal ein halbes Gramm bis ein Gramm nur maximal nochmal freigesetzt werden. So kann es sein, dass bei manchen trotzdem gesunden Menschen, die aber vielleicht auch etwas Stress haben oder sonst was, damit schon schlafen gehen, der Blutzucker manchmal nüchtern sogar von 100 bis 125 einen Peak um 8 Uhr morgens circa erreichen. Ja, von daher an nur mal so nochmal als Info. Warum jetzt aber der ganze Hokuspokus mit dem Glukagen, was dann erst diese Glukose wieder aus der Leber lösen muss? Warum ist die Glukose nicht die ganze Zeit im Blut und kann immer verwendet werden und wäre immer griffbereit? Warum ist das so? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich erkläre es euch. Es ist so, denn Zucker ist osmotisch aktiv.
Und Osmose kennen wir zum Beispiel mit Salz. Das sehen wir jetzt zum Beispiel hier, dass es ähnlich wirkt wie Salz. Zum Beispiel diese Gurke. Wenn dort zum Beispiel Zucker oder Salz hin draufgegeben wird, verliert diese Gurke Wasser. Und warum tut sie das? Der Grund ist, alles versucht in einem Gleichgewicht zu sein, eine Homöostase herzustellen. Beispiel: Die Gurke ist sehr wässrig. Der Wassergehalt in der Gurke ist sehr hoch. Der Salz- oder Zuckergehalt in der Gurke ist sehr niedrig. Wenn du von außen Salz oder Zucker auf die Gurke draufstreust, dann wird die Gurke versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, sie wird Wasser verlieren. So neutralisiert sie den Zucker oder das Salz, was auf sie geträufelt worden ist, macht es damit weniger salzig und gleichzeitig das Innere der Gurke, weil es ja Wasser verliert, wird salziger und zuckriger. Versteht ihr? So entsteht ein Gleichgewicht. Und das Gleiche würde bei dir im Körper passieren. Du würdest unfassbar viel Wasser verlieren und Wasser binden. Und Wasser brauchen wir zum Transport natürlich, ja, damit der Körper überhaupt funktionieren kann. Und das würde den Körper natürlich schädigen, ja. Nervenschädigungen passieren dann, wir kennen ja alle, Blindheit passiert ja, Beine sterben ab und solche Sachen, ja? Durchblutungsstörungen kommt von einer Nervenschädigung, ne? Das ist die Kosten eines hohen Zuckerwertes dann dementsprechend. Ja. Von daher, unser Körper weiß, wie wenig, und wir haben gerade gesehen, wie wenig es nur ist, zu tolerieren ist überhaupt. Ja. Diesen Vorgang nennt man übrigens Hydration. Wassermoleküle sind polar und Salze sind auch polar. Das heißt, sie haben positive und negative Pole. Und das Positive und Negative, die Gegensätze, die ziehen sich ja dementsprechend an. Das ist meistens auch so bei Menschen. Und das Schöne ist dabei wird sich diese negativen Köpfe des Wassers quasi an die positiven Köpfe des Salzes oder des Zuckers quasi addieren und so wird das Wasser das Molekül quasi umkreisen. Das würde jetzt aber hier zu weit führen, das noch genauer zu erklären. Das seht ihr aber auch hier, wie die Wassermoleküle quasi diese Moleküle, zum Beispiel Zucker oder Salz, umkreisen und so bindet dann diese Moleküle das Wasser in deinen Körper. Ja, nur mal so ein kleiner Exkurs nochmal. Aber jetzt noch was sehr Spannendes. In einer Meta-Analyse, 50.000 Probanden, einige davon auch vegan lebend, und hat man verglichen, dass die vegan Lebenden anscheinend nüchtern Blutzuckerwert von ca. 8 Milligramm pro Deziliter bis overall 4 Milligramm pro Deziliter weniger aufwiesen, also nüchtern Blutzucker, als Omnivore, die alles gegessen haben. Und woran das liegt, das klären wir gleich nochmal. Zunächst einmal, es gibt zwei Formen von Diabetes. Diese Krankheiten haben eigentlich so gesehen nichts miteinander zu tun. Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunkrankheit. Das passiert dann, wenn ein Darm durchlässig ist, Partikel in deine Blutbahn gelangen, die dort nicht hingehören. Das Immunsystem spielt verrückt, will diese Partikel angreifen. Diese Partikel sind aber sehr, sehr ähnlich deiner Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Also wird beides angegriffen und deine Bauchspeicheldrüse wird vernichtet. Das Negative ist dabei, dass sie dadurch natürlich auch ihre Funktion verliert, Insulin zu sezernieren. Das heißt, wenn diese Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr absondern kann, wird dein Blutzucker massiv nach oben steigen. Das ist das Problem bei einem Diabetes Typ 1, einer Autoimmunkrankheit. Diabetes Typ 2, das heißt, ganz kurz, nochmal. Typ 1 ist ein Insulinmangel. So. Typ 2 ist ein Insulinüberschuss. Das ist eine Überschusskrankheit von Insulin. Deine Zellen sind so vollgefressen, dass die überhaupt gar nichts mehr aufnehmen können und das Insulin gar nicht mehr wirken kann, weil mehr kann gar nicht in die Zelle reingehen. Und das heißt, du wirst immer mehr Insulin noch sezernieren, das heißt ausgeschüttet werden von der Bauchspeicheldrüse, damit das überhaupt noch wirkt. Ja? Oder du auch sehr viel einfach isst. Ja? So. Und das ist ein großes Problem. So kann nämlich auch Typ 2 irgendwann, weil die Bauchspeicheldrüse sich so verbraucht dadurch, auch in ein Typ 1er umschwanken. Ja? So. Das Absurde ist, beim Typ 2er Diabetes wird ja sofort auch oftmals viel zu früh noch Insulin nachgespritzt, obwohl du überhaupt schon Insulinüberschuss hast. Die eigentliche Methode wäre natürlich, den Zucker aus den Zellen erstmal zu verbrauchen und rauszubekommen. Das heißt Fasten. Ja? Aber gut, anderes Thema. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also, warum stirbt ein Mensch eigentlich eines natürlichen Todes? Woran sterben Menschen? An Organversagen. Das heißt, deine Organe haben eine gewisse Zeit, wo sie funktionieren können. Und zwar so lange, bis Zellteilungen bei dir passieren im Körper. Wenn diese Zellteilungen nicht mehr passieren können, stirbt das Organ und die Zellen des Organs einfach ab und es hat keine Funktion mehr. Und wenn zum Beispiel Organe sterben, dann wirst du halt auch sterben, maßgeblich danach. Das Problem ist, dass du bestimmte Zellteilungen sind ja vorgegeben, wie oft sich ein Zelltyp teilen kann. Das hat mit den Telomeren zu tun, ja, wo immer ein Teil abgeschnitten wird. Dazu habe ich ebenfalls ein Video. Möchte ich jetzt nicht so weit aufführen. Was ich aber sagen möchte, wenn du zum Beispiel Blutdruck hast, also Blutdruck hat jeder, das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich sehr, ansonsten wird es sehr schwierig.
Aber wenn du einen hohen Blutdruck hast, dann ist das Problem, dass dein Herz immer mehr leisten muss, als es normalerweise, weil deine Arterien so eng sind, da muss dein Herz ja immer dagegen arbeiten, um die gleiche Flussmenge, ja, Blutflussmenge aufrechtzuerhalten. Das heißt, es muss viel mehr arbeiten. Das heißt, es wird sich eher verbrauchen, du wirst eher natürlich Herzversagen bekommen. Das gleiche ist mit der Bauchspeicheldrüse. Wenn du immer extrem große Mengen konsumierst, wo sehr viel Insulin benötigt wird, wird deine Bauchspeicheldrüse sich maßgeblich schneller verausgaben und sie wird schneller ihren Geist aufgeben. Das ist völlig logisches Denken. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Ich möchte euch hier einmal ein Bild zeigen. Und zwar einmal, wenn du Kohlenhydrate isst, was passiert dann? Dann sehen wir oben, der Blutzucker, der ist im normalen Bereich, ja, so meistens so um die 100 oder unter 100, ja, so. Und danach steigt er steil an, wenn du Kohlenhydrate isst, ne? Weil in deinem Darm werden diese aufgenommen, die Zucker kommen dann dementsprechend in deine Blutbahn an. Natürlich steigt dann auch das Insulin, weil jetzt sagt man, wenn er Zucker, mehr Zucker als zuvor, das muss jetzt wieder raus, weil wir wissen, wie wenig ja nur Zucker toleriert wird bei dir im Blut. Das heißt, Insulin wird ausgeschüttet, der Zucker geht danach auch wieder runter, sehen wir hier, wenn das Insulin kommt, dann ist das Insulin, zieht den Zucker in die Zellen. Das Interessante ist das Glukagon, das ist der Gegenspieler, das sinkt ja gleichzeitig, weil das Glukagon war ja zuständig, aus der Leber, ne, also aus dem Leberglykogen, wieder Glukose zu machen und es in die Blutbahn zu gelangen. Das ist ja nicht mehr nötig. Jetzt heißt das Glukagon, oh toll, der hat ja schon was gegessen, jetzt ist es mein Job, jetzt bin ich ja quasi arbeitslos, ich muss keinen Zucker mehr in die Blutbahn transportieren, weil der Mensch hat ja was gegessen, darüber kommt jetzt der Zucker und nicht mehr über die Leber, die immer wieder was Neues freisetzt. Ne? So, völlig logisch, alles klar. Jetzt gucken wir uns mal Proteine an. Hier sehen wir einen sehr homöostatischen, also das heißt einen sehr, sehr konstanten Blutzucker. Nicht großartig, weil natürlich auch eine reine Proteinmahlzeit keine Kohlenhydrate beinhaltet. Ein gewisser Teil der Aminosäuren werden schon verbrannt zu Kohlenhydraten, aber das ist nicht so sinnvoll, denn Proteine sind sehr viel wertvoller, ja, als zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette, denn diese enthalten einen Stickstoff und diese können nicht umgewandelt werden. Ja. Zum Beispiel können ja Proteine können umgewandelt werden, ja, zu Energie, ne, aber andersrum. Kohlenhydrate können nicht zu Proteinen umgewandelt werden, denn dazu fehlt ihnen der Stickstoff, ne, in der Aminogruppe. Das heißt, sie sind wirklich sehr, sehr wertvoll. Das eher wird dafür genutzt, die Aminosäuren, die dadurch extrahiert werden aus der Proteinmahlzeit, werden dazu genutzt, andere Proteine zu bilden für Muskeln oder vor allen Dingen auch Enzyme. So. Wir sehen aber trotzdem, dass der Insulinspiegel trotzdem nach oben steigt. Warum? Natürlich müssen die Nahrungspartikel aus dem Blut müssen natürlich trotzdem irgendwie in die Zellen rein. Das heißt, es wird schon Insulin ausgeschüttet. Ja, auch bei Whey-Protein oder bei einer reinen Filet-Mahlzeit oder Fleischmahlzeit. Es steigt auch der Insulinspiegel. Hier aber interessant, das Glukagon hingegen, das steigt wieder. Und warum? Weil durch die Nahrung, die zugeführt worden ist, merkt der Körper, hä, ich kriege ja trotzdem gar keine Kohlenhydrate. Also denkt sich die Leber, ah, dann muss ich ja jetzt welche nachliefern, weil wenn durch die Nahrung, die er gerade zugeführt hat, keine reinkommen, muss ich ja welche nachliefern. Und warum? Weil ja gleichzeitig Insulin auch ausgeschüttet wird, obwohl keine Kohlenhydrate da sind. Wenn die Leber nicht nachschießen würde, würde das Insulin deinen Blutzucker extrem crashen. Ja, auch völlig logisch. Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, dass eine Proteinmahlzeit und eine Kohlenhydratmahlzeit beides dein Insulin erhöht. Wenn das heißt, wenn du eine sehr proteinreiche und sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit zu dir führst, dann passiert Folgendes: Deine Bauchspeicheldrüse muss doppelt so viel Insulin ausschütten. Von daher ein kleiner Tipp, wie wir gerade gelernt haben, damit man seine Organe nicht verbraucht, ein paar mehr Mahlzeiten zu essen, weil ich habe auch vor kurzem in einem Video erklärt, eine Mahlzeit am Tag, da war ja dieser Typ, ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Doktor, wie auch immer, eine Mahlzeit am Tag ist nicht so sinnvoll wie viele kleinere Mahlzeiten, ja, innerhalb von 6 bis 8 Stunden, ja, aber kleinere Mahlzeiten für die Insulinsensitivität, ja, als wenn du eine riesige Mahlzeit konsumierst. Ja. Viele kleinere sind deutlich besser. Ja. So, was ich aber damit sagen will, zum Beispiel, wenn du eine Mahlzeit isst am Abend, ja, Kohlenhydrate mit Protein und so weiter und ein bisschen Gemüse dazu, wie auch immer. Dann mach es doch so, als Tipp jetzt von mir, die Kohlenhydrate mit Gemüse und 2 Stunden später das Protein mit dem Gemüse. Das ist deutlich angenehmer für deine Bauchspeicheldrüse. Ob du es machst oder nicht, liegt völlig bei dir. Aber wenn du es auch nur 2 oder 3 Mal die Woche machst, ist es immer noch besser als 0 Mal für deine Bauchspeicheldrüse. Nur als Tipp, kostenloser Tipp von mir an dir. Dann gibt es natürlich noch das Fett, ja. Also Fett hat
Problem, denn wenn jetzt sich auch nochmal, wir nehmen zum Beispiel mal das Butterbrot, ja? Ein Butterbrot hat Protein, nimm es Wurst drauf, hat meistens, ja, so, oder Käse, und dann, das ist das Brot, ist ja Kohlenhydrate und dann noch Butter oder sowas. So, wir wissen alle, die Proteine und die Kohlenhydrate, beides doppelt so viel Insulin. So, wenn du jetzt aber noch Fett konsumierst, Fett stellt sich einfach ganz dreisterweise so ein bisschen dazu und veranlasst, dass noch mehr Insulin benötigt wird, um weiter die Kohlenhydrate noch, weil man kann es ja so vorstellen, ist ein bisschen doof ausgedrückt, aber das Fett kleidet so ein bisschen die Zuckermoleküle aus und damit macht es das Insulin noch schwieriger, sie zu packen. Das ist nicht wissenschaftlich, biochemisch so korrekt, aber es ist sehr leicht so zu verstehen. Ja? So. Das ist übrigens auch nicht in allen Studien so, wenn kleinere Mengen Fett zum Beispiel gegeben werden, dann ist dieser Trend nicht so in dem Maße beobachtet worden. Aber bei größeren Mengen halt eben dann doch. Ja? So, eine sehr, sehr schöne Meta-Analyse mit wirklich sehr, sehr viel Probanden und vor allen Dingen auch sehr, sehr spannend, die nur aus randomisierten Kontrollstudien, das heißt wirklich ganz, ganz hoher Standard hier. Und es wurde folgendes getestet. Wir sehen oben CHO, das ist eine kohlenhydratereiche Ernährung. So. Wenn nur 5% der kohlenhydratenreichen Ernährung substituiert wurden durch MUFA, das sind einfach ungesättigte Fettsäuren, und P ist für Poly, also mehrfach ungesättigte Fettsäuren, ist der Langzeitblutzucker doch gesunken. Das heißt, es kommt darauf an, wie ich gerade gesagt habe, Fett kann hinderlich sein. Aber in geringen Mengen und gute Fette können wieder förderlich sein für deinen Langzeitblutzuckerwert. Wir sehen aber auch hier das SFA, das ist die gesättigten Fette, sehen wir, dass diese zu einer Erhöhung des Langzeitblutzuckers geführt haben, wenn diese kohlenhydratreiche Ernährung nur 5% substituiert wurden durch gesättigte Fette, wobei das nicht ganz statistisch signifikant war. Zuvor die beiden war aber sehr, sehr statistisch signifikant, sogar 0,1% nur Irrglaube, wobei normalerweise 5% Irrtum ja schon toleriert worden ist. Hier nur 0,1% Irrtum. Das heißt, sehr, sehr statistisch signifikant war das wirklich, dass diese 5% Substitution wirklich von diesen guten Fetten einen sehr guten Einfluss hatten. So, ihr erinnert euch an meine Studie, die ich vorhin eingeblendet habe, zu Veganern anscheinend, dass die einen Vorteil haben gegen Omnivoren in ihren Blutzuckerwerten. Und woran liegt das? Ein sehr großer Anteil, der entscheidend ist für die Blutzuckerregulation und für die Blutzuckerausschüttung und vor allen Dingen für die Arbeit deiner Bauchspeicheldrüse, ist die Ballaststoffe. Denn die Ballaststoffe sind so fassbar, unfassbar wichtig. Ja? Daher müsst ihr euch vorstellen, durch die Ballaststoffe wird sehr viel schwieriger Zucker freigesetzt. Denn die Zuckermoleküle sind nicht gleich so zugänglich, weil diese blockiert werden durch die ja erstmal nicht verdaulichen, für dich nicht zur Energiegewinnung nutzbaren Ballaststoffe. Ja? Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt nicht so massiv und vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum. Deine Bauchspeicheldrüse hat mehr Zeit, gemütlich ihre Arbeit zu verrichten, als wenn man diese einfach verarbeiteten Zucker sofort zu sich führt. Von daher an, eine Lebensweise, die sehr viel Ballaststoff enthält, ist immer das Allerbeste. Ja? Von daher an, Hülsenfrüchte enthalten zwar Kohlenhydrate und Fette, wobei weniger, aber Kohlenhydrate und Proteine, aber haben massiv viel Ballaststoffe. Und das ist der große Vorteil. Das haben wir uns auch zunutze gemacht, denn wir produzieren auch gerade Nahrung für euch, ja, in Bioqualität natürlich auch, die ihr bald bei uns kaufen könnt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, ja. Von daher, das war der Vorteil, diese Ballaststoffe natürlich, ja. Von daher an, versucht, die Lebensmittel ein bisschen zu trennen, ja, und ballaststoffreich zu essen. Das ist das Beste, was du für deine Bauchspeicheldrüse tun kannst, ja. Abschließend eine kurze Zusammenfassung für euch nochmal, ja. Also Tiere, zum Beispiel in der Tierwelt, ja, oder ich auch, ich habe vor 4 Jahren schon meine Videos gemacht zu Monomahlzeiten, ja. Wie viel, das hat sich jetzt wirklich alles wieder bestätigt, halt, was ich gesagt habe, ja. Denn Tiere machen das auch ganz, ganz genauso. Sie essen meistens Monomahlzeiten. Warum? Weil es einfach schützender ist. Ganz kurz, wenn du Proteine, Kohlenhydrate, die beides Insulin zwingend ausschütten aus deiner Bauchspeicheldrüse, konsumierst und dann noch mit sehr viel Fett, hat deine Bauchspeicheldrüse deutlich mehr zu arbeiten, als wenn du daraus 3 einzelne Mahlzeiten isst und diese auf 1,5 Mal 1,5 Stunden circa splittest. Das ist deutlich angenehmer für deine Bauchspeicheldrüse. Deine Bauchspeicheldrüse würde sich deutlich weniger verbrauchen, indem man diese Makronährstoffe ein bisschen trennt, ein bisschen auseinanderzerrt. Ja? Wirklich Wahnsinn, dass du bis hierhin zugesehen hast, um dein Leben noch ein kleines Stück besser zu machen, als es jetzt schon ist. Ich würde mich auch sehr freuen,
Wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mich unterstützt auf purezell.de, denn dadurch kann ich diese Videos für dich machen, dass du vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Gesundheit herauskitzelst aus deinem Leben und mehr Lebensqualität haben kannst. Noch schnell den Daumen drücken, einen Kommentar schreiben, ich lese wirklich alles, die Glocke aktivieren beim Abonnieren und meine anderen Kanäle abchecken auf Rohvegan am Limit, vor allen Dingen mein Instagram-Kanal und mein Telegram-Kanal, wo viele Videos sind, die momentan so nicht veröffentlicht werden auf YouTube. Das nicht verpassen. Bis zum nächsten Video. Rohvegan am Limit und Patrick Strohbach sagt ciao.